Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, Bild und Ton passen. Hier ist die Iris Heinen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie nicht noch das letzte schöne Wetter hier nutzen, sondern hierher gekommen sind zu diesem Webinar. Herzlichen Dank. Ich denke, wir werden ungefähr eine Stunde brauchen. Liegt auch ein bisschen an Ihnen, ob Sie Lust haben, mitzumachen, ob das Ganze interaktiv wird. Von mir aus gerne. Und ich habe ein paar Folien vorbereitet. Ich habe auch ein bisschen vorbereitet, dass wir auf unsere Internetseite gehen. Ich hoffe, es wird kurzweilig für Sie und dass es sich am Ende für Sie lohnt, damit Sie dann auch wissen, wie Sie den Montagsblues der Aktien optimal nutzen können. Ja, warum habe ich dieses Thema gewählt? Vielleicht als erstes, wo sind Sie überhaupt gelandet? Ich weiß nicht, ob jemand Investui kennt oder WH Self Invest kennt oder mich persönlich kennt. Deswegen würde ich mich ganz gern ganz kurz nochmal persönlich vorstellen. Mein Name ist Iris Heinen. Ich bin jetzt seit 13 Jahren für den Online-Broker WH Self Invest tätig. Und wer WH Self Invest schon mal gehört hat, der weiß, WH Self Invest ist eigentlich ein Online-Broker für den aktiven Trader, für die aktive Anlegerin, die Futures, CFD und Aktienhandel, ihre Plattform hat, ihre Datenversorgung hat und damit auch ihre eigenen Kauf- und Verkaufsentscheidungen trifft. Das machen wir seit 25 Jahren. Wir haben dieses Jahr gerade auf der Biothek groß unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Ist schon etwas Besonderes im Online-Geschäft 25 Jahre zu bestehen. Und in diesem Teil von WH Self Invest, in diesem aktiven Teil, wurde 2020 ein neues Element integriert, das sich Investui nennt. Ihr Investment. Und hier haben wir ein bisschen auch aus dem Kreis der Kunden etwas aufgenommen, die uns gefragt haben, bietet doch etwas an, was aus den Qualitäten von WH Self Invest kommt. Aber ich möchte es nicht selbst machen oder ich möchte das den Markt nicht mehr beobachten. Ich möchte einfach am Markt teilhaben, aber ich möchte möglichst wenig Arbeit haben. Und es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt, dass es auch regelkonform gehandelt wird. So ist Investui entstanden. Das läuft jetzt unter dem Namen seit dem 01.01.2020. Wir haben aber schon seit 2018 letztlich das Ganze auch schon mit den Kunden von WH Self Invest erprobt, zumindest in Teilen, und sind dann 2020 damit mit Investui an den Markt gekommen. Ja, das heißt, wir sind mittlerweile auch 4 Jahre alt und haben schon einige Erfahrungen gemacht. Was wir tun, und das ist auch das, warum ich heute dieses Webinar mache und mir auch diesen Titel habe ausdenken lassen, ist, wir handeln mit Investui ein Portfolio von 4 akademisch belegten oder statistisch bewiesenen Markteffekten, das sind Saisonalitäten. Und dazu gehört auch eine Strategie, die Turnaround-Tuesday-Strategie, die explizit eine Schwäche am Montag in den Aktienmärkten ausnutzt. Deswegen der Montagsblues, also hier wird jetzt keine Musik gemacht und auch nicht getanzt, sondern es sollte so ein bisschen ein Bild dafür sein, ja, dass der Montag so ein bisschen schläfrig daherkommt und ja, und deswegen habe ich diesen Titel so benannt. Und ich werde heute explizit eigentlich nur auf die Turnaround-Tuesday-Strategie eingehen. Sie werden sehen, es ist eine Strategie, die wir nicht erfunden haben. Also die gibt es schon lange und es gibt auch viele Institutionelle, die sie handeln, auch viele Privatanleger, weiß ich von Telefonaten, die diese Strategie handeln. Aber wir handeln sie halt in einem Portfolio. Und wie wir das machen, soll aber nur am Rande heute das Thema sein, sondern mir ist es ein Anliegen, dass Sie am Ende wissen, warum wir diese Strategie handeln, warum wir sie so handeln, wie wir sie handeln und dass Sie natürlich die Möglichkeit haben, das als Privatanleger auch zu machen, wenn Sie hier einen Impuls gewinnen durch diesen Vortrag. Sie können natürlich über WH Self Invest selbst handeln oder Sie sagen, okay, ich mache auch sowas wie Investui und ich lasse diese Strategie für mein Konto handeln. Aber Investui ist heute nicht das Kernthema, weil normalerweise wir machen immer ein Webinar im Monat, da ist nur Investui, das Gesamtkonzept, alle Strategien sind hier das Thema. Mache ich immer einen Rundumschlag und stelle auch die aktuellen Zahlen vor. Und dann machen wir, so wie heute, immer ein Spezialthema. Und heute ist es halt der Montagsblues und dazu gehört dann auch der Turnaround Tuesday. Und es ist eine meiner absoluten Lieblingsstrategien und ich hoffe, dass ich Ihnen das auch ein bisschen vermitteln kann.
Ja, und die Turnaround-Justice-Strategie ist jetzt nicht dieser grüne Graph, den Sie vor sich sehen, sondern sie ist Bestandteil dessen. Dieser grüne Graph, das ist die Bruttorendite über alle vier Strategien gemeinsam hinweg. Also hätten wir seit 2009 alle unsere vier Strategien, in denen der Turnaround-Justice enthalten ist, immer dann gehandelt, wenn auch diese Strategie hätte gehandelt werden können, wäre das quasi der Verlauf der Bruttorendite. Seit 2020 mit unserem Futures-Muster-Depot sind wir aktuell bei 40,1% im Portfolio und mit dem Musterdepot in diesem Jahr bei 27,4%. Immer auf das Futures-Muster-Depot bezogen. Und wir machen das jedes Jahr neu. Immer ein Futures, immer ein CFD-Konto als Musterdepot neu. Deswegen das von 2020 dient als langfristige Referenz und das in diesem Jahr eher als kurzfristige Referenz. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber Sie sollen wissen, und das zeigt hier unten auch so ein bisschen die kleine Grafik, diese vier Strategien haben über die Zeit natürlich auch ganz unterschiedliche Verläufe. Und wir haben ja hier keine Gelddruckmaschine erfunden, sondern wir haben Strategien, die funktionieren, die sind sehr robust, die sind akademisch und statistisch belegt, aber sie sind kein Garant, dass das immer und bei jedem Trade so funktioniert. Und das wird auch ein bisschen Thema sein beim Turnaround Tuesday heute, dass Sie auch mal sehen, wie funktioniert diese Strategie in unterschiedlichen Märkten und was haben wir mit dieser Strategie in diesem Jahr eigentlich schon alles erlebt. Das wird auch Thema sein. Aber das ist das Portfolio, das sind die vier Strategien. Alle Transaktionen, auch die vom Turnaround Tuesday, sind von Beginn an identisch gelaufen. Das muss man auch mal erwähnen, weil ich das sehr bemerkenswert finde, weil oftmals in so einem Portfolio bei anderen langfristigen Sachen immer wieder auch das Portfolio angepasst wird, Parameter verändert werden. Und das ist hier nicht so. Wenn Sie die Parameter von dem Turnaround Tuesday heute kennenlernen, da sind das die Parameter, die dann auch hier in diesem Ergebnis mit drinstecken, was natürlich auch das Ganze sehr wiederholbar macht und auch sehr transparent macht. Also mein Versprechen ist, wenn Sie dabei bleiben, und ich hoffe, das tun Sie, dann wissen Sie, wie wir den Turnaround Tuesday in unserem Kontext handeln. Alles sind saisonale Strategien, alles sind kurzfristige Strategien, 6 Stunden, 1,5 Stunden, so 1,5 Stunden wäre natürlich sehr kurz, 6 Stunden, 1,5 Tage, so auch der Turnaround Tuesday. Die längste Strategie, die wir haben oder die am längsten dauert, ist der End of Month oder der Monatsende-Effekt. Vielleicht kennt ja auch der eine oder die andere diese Strategie. Wenn am Ende Zeit sein sollte, reiße ich gerne noch diese Strategien kurz an, aber ansonsten bleiben wir beim Thema Turnaround Tuesday. Saisonalitäten, habe ich schon gesagt, das ist das Kernthema unseres Investments. Und dann zeige ich auch mal ganz gern diese Folie. Auch hier hat man gezeigt, dass Saisonalitäten in einem Portfolio durchaus eine Berechtigung haben. Diese Studie geht über 200 Jahre, bezieht sich auf eine Multi-Asset-Strategie. Man sieht hier vier Asset-Klassen wurden untersucht. Und dabei hat man festgestellt, dass, wenn es um eine Überrendite geht, gerade die Saisonalitäten besonders stark sind. Das zeigt auch ein bisschen, dass das Thema der Saisonalitäten ein bisschen unterbewertet ist. Also eher kennt man Trend oder Momentum. Aber da man ja weiß, dass nicht jede Strategie, egal welche Sie jetzt aus diesem Herangehensweise an den Markt wählen würde, werden keine Strategie haben, gehe ich mal fest von aus, die immer genau gleich reagiert und immer reagiert. Aber es ist mir ein Anliegen, immer wieder auch für die Saisonalität zu werben, weil sie mal eine andere Dimension auch ist, sich den Märkten zu nähern. Also keine technische Analyse, keine fundamentale Analyse. Die Saisonalität ist eine Bereicherung, wie wir finden, in einem Portfolio. Zumindest als Ergänzung sollte sie mal durchdacht werden oder auch kann ein Impuls sein. Sie können sogar Saisonalitäten so nutzen, dass Sie das als Filter nutzen, ob Sie jetzt in einen bestimmten Bereich long gehen oder short gehen. Also sie hat einfach ein hohes Potenzial, sich den Märkten zu nähern. Das auch nochmal als Hintergrundwissen, warum wir auch Saisonalität nutzen. Gerne das auch als Anregung nochmal über die eigene Diversifikation Ihres Portfolios nochmal nachzudenken.
Ja, dann komme ich zu dem Thema, was sind denn Saisonalitäten, bevor ich dann noch tatsächlich in den Turnaround Tuesday konkret einsteige. Weil der Turnaround Tuesday ist eine Strategie, die basiert auf einem Markteffekt. Und ein Markteffekt, es gibt auch andere Begrifflichkeiten dafür. Ein Markteffekt, Marktmuster, Kalendereffekte, saisonale Effekte, Marktanomalien, all das sind Begrifflichkeiten, die es schon seit langem gibt und die entstanden sind auch aus akademischen Schriften, weil sich viele damit beschäftigt haben, warum gibt es immer wieder eine Korrelation zwischen einem Kurs und dem Kalender. Also, dass immer wieder bei bestimmten Instrumenten erkannt werden kann, dass es wiederholende Muster gibt, also wiederholende Muster an den Kapitalmärkten. Und diese Saisonalitäten, ja, die gibt es schon sehr lange. Und man muss sagen, dass in der Wissenschaft ein besonderer Reiz darin besteht, herauszufinden, warum das so ist, warum diese wiederkehrenden Muster auftreten. Und da hat man viele Dinge entdeckt. Vieles ist noch unentdeckt, aber einige Sachen sind entdeckt worden, solche Sachen wie Wetter, dass mit Frost und mit Dürre bestimmte gleiche Muster an den Märkten zu erkennen sind, gerade bei Rohstoffen, bestimmte Stimmungen an den Märkten. Viele kennen vielleicht Sell in May and Go Away, ne, dass halt in den Sommermonaten wir schwache Märkte haben oder auch die Jahresendrallye, ne, dass das zum Ende des Jahres, ne, zu Weihnachten hin, zum Neujahr auch noch mal so eine Aufbruchsstimmung da ist und investiert wird. Aber es gibt auch viele Momente, in denen Liquidität in den Markt fließt. Und das verbirgt sich überwiegend hinter unseren Saisonalitäten, dass zu bestimmten Zeitpunkten Liquidität in den Markt fließt und da zu bestimmten wiederkehrenden Mustern führen kann. Ich muss das immer ein bisschen im Konjunktiv halten, weil sonst hört sich das immer so an, als sei das Fakt, dass das immer so eintritt. Aber es gibt statistisch gesehen, es gibt einen Erwartungswert, es gibt einen positiven Erwartungswert von den Markteffekten beziehungsweise den Strategien. Es gibt Fakten dazu, aber es gibt keine Garantie, dass das immer so ist. Aber Sie sollten sich natürlich auf diese Dinge berufen, die gut beschrieben sind, die vor allen Dingen einen guten fundamentalen Hintergrund haben. Das heißt, man weiß in vielen Dingen oder die Vermutung wird sehr stark fundiert durch Studien, dass man sich auf diese Strategien und Markteffekte konzentriert. Man findet sie nahezu in allen Märkten, ne? Ob das jetzt Aktien sind, in Einzelwerten, ne? Da hat man auch sowas, wenn es um Dividenden geht, Quartalsabschlüsse. Da sieht man oftmals auch vergleichbare Bewegungen an den Märkten. Man hat es bei Forex, man hat es bei Indizes, man hat es bei Rohstoffen. Also die Bandbreite der Saisonalitäten ist sehr, sehr groß und bietet damit auch, wenn man sich dafür interessiert, ein breites Feld, sich da zu engagieren. Und dann gibt es nochmal unterschiedliche Perioden von sehr kurzfristig, von Intraday, Weekly, Monthly, Yearly, also über die unterschiedlichsten Perioden hinweg zeigen sich die Saisonalitäten. Wo Sie das dann auch nochmal nachlesen können, zeige ich Ihnen noch auf unserer Internetseite. Aber in diesem Kontext bewegt sich der Turnaround Tuesday und hier geht es um die Schwäche am Montag, vorzugsweise in den Aktienmärkten und damit auch verbunden in den Indizes. Und es gibt quasi eine Geburtsstunde. Es gibt die, so wird es zumindest gesagt, ne? Also dass zu diesem Ereignis zum erstmalig der Begriff des Turnaround Tuesday als rettender Dienstag erfunden worden ist, weil dort einfach die Wende und die Umkehr stattgefunden hat. Es gab einen Crash im Jahr 1987 und hier sieht man auch noch mal einen Chart. Da hat an diesem Montag ist der Dow Jones ist um mehr als 20%, ich glaube, es waren letztlich 23%, ist der abgerauscht. Es kam zu einem Crash an den Börsen und da haben viele Anleger wirklich sehr, sehr leiden müssen und sich vielen Verlusten hingeben müssen, die das nicht ausgehalten haben, haben sehr hohe Verluste machen müssen und hatten dann keine Chance mehr, am Dienstag Folgendes zu sehen, dass sich die Märkte am Dienstag zwar noch weiter abgesackt sind, einen Tiefpunkt erreicht haben, aber dass es dann tatsächlich zu einer Wende, zu einer Umkehr, zu dem Turnaround kam. Und hier muss man sagen, dass der Dienstag
wirklich unheimlich viel Boden gut gemacht hat und das über die ganze Woche hinweg tatsächlich dann zum Ende der Woche der Dow Jones eine wahnsinnig gute Erholung hingelegt hat. Aber dieser Dienstag war entscheidend und deswegen nennt man ihn den Turnaround Tuesday. Das Ereignis selbst war der schwarze Montag, der Black Monday, aber der Dienstag war der Turnaround Tuesday. Jetzt ist es so, dass vor allen Dingen in schwierigen Situationen in Crash immer wieder dieses Phänomen erkannt worden ist, dass es dann zu einer Wende kam. Hat man auch in anderen Aktienmärkten erkennen können. Letztlich handeln wir es ja auch im DAX. Also ab diesem Moment war er, glaube ich, Gegenstand von allgemeinen Untersuchungen und Analysen. Es gibt viele Studien, die sich damit beschäftigt haben und haben einfach dieses Phänomen erkannt, dass dieser Dienstag bei einem extrem schwachen Montag im Rahmen von Abverkäufen gerne mal die Erholung zeigt. Jetzt ist das natürlich eine Extremsituation, ne, dass es dann zu einem Crash kommt und dann die Erholung nach einer Extremsituation, ein Verkaufsdruck ist auf die Märkte da, dass er dann auftritt. Es gibt aber auch noch andere Phänomene und da muss es gar nicht mal so groß und so intensiv sein, dass es zu einem Crash kommt, sondern es ist einfach so, dass der Montag oftmals als der schwächste Tag der Aktienmärkte gesehen wird. Wir haben jetzt hier eine Analyse, die ist auf dem Futures gemacht worden, weniger auf dem Aktienmärkten, aber den Aktienmärkten sagt man nach, dass der Montag und der Donnerstag und der Freitag eigentlich die schwächeren Tage sind und der Montag auch, es gibt auch einen Montagseffekt, besonders von schwachen Kursen oder Renditen geprägt sind und der Dienstag und auch der Mittwoch in der Performance der Aktienmärkte oder auch der zugrunde liegenden Indizes die beiden stärksten Tage statistisch gesehen sind in der Woche. Deshalb, es gibt auch diesen Spruch, wobei ich sagen muss, es ist eine Börsenweisheit, ich weiß nicht, wo sie herkommt, ich habe keine Quelle gefunden, aber stell sicher, dass du dienstags Aktien besitzt. Make sure that you own stocks on Tuesday. Irgendwo aus dem englischsprachigen Raum ist diese Weisheit gekommen. Und da sieht man auch diese Schwäche am Montag, jetzt nicht nur in einer Crash-Situation, sondern auch eine Schwäche am Montag, wird bei uns über das Handeln mit dem Turnaround Tuesday, soll damit ausgenutzt werden, um dann die Erholung, die von Dienstag und Mittwoch, manchmal sieht man auch, gibt es auch statistisch die positive Gaps über Nacht, die sollen mit ausgenutzt werden im Turnaround Tuesday. Wie funktioniert er? Also wir schauen uns auch sehr kurzfristig an, ob eine Schwäche da ist und wie ich eben schon sagte, weil alle unsere Strategien von kurzfristiger Natur sind. Wir wollen damit einfach auch einen Gegenpol geben zu klassischen Anlagen oder Buy-and-Hold-Strategien. Unser Investment ist kurzfristig. Deswegen haben wir also unser Investment, der Inhalt, die Strategien sind kurzfristig. Das Investment selbst sind mal Minimum 2 Jahre, gerne länger, um auch diese statistischen Wellen optimal auch abzufangen. Wenn man eine Strategie handelt, lebt die von der Wiederholung und zur Erreichung eines positiven Erwartungswerts gehört einfach die Wiederholung dazu. Und der Turnaround Tuesday, das ist eine Strategie, die 1,5 Tage dauert innerhalb dieses Portfolios und ist ein potenzieller Markteffekt. Warum komme ich noch dazu? Aber hier schauen wir uns nicht nur den Montag an, sondern wir schauen uns auch den Freitag an. Und bei dem Freitag beobachtet man hin und wieder, oder es wird auch vermutet, dass das der Hintergrund ist, dass gerade wenn Unsicherheiten zum Wochenende anstehen, Gerüchte da sind oder schlechte Nachrichten in Aussicht sind, dass dann gerne institutionelle Anleger ihre Positionen verkaufen. Also auch da entsteht schon ein Verkaufsdruck auf den Märkten und man sieht, dass die Kurse in die Knie gehen. Das ist der erste Moment. Ne? Man sieht freitags fallende Kurse. Am Montag setzt sich das fort.
weil Privatanleger häufig dann erst am Wochenende über Börsenbriefe oder andere Medien mitbekommen, dass genau das passiert ist und dass diese Nachrichten im Raum stehen. Und die Privatanleger bekommen dann einfach kalte Füße, sie bekommen Angst, dass sie das jetzt verpasst haben, den richtigen Moment aus ihrer Position auszusteigen, weil die Institutionellen haben ja Gewinne mitgenommen, haben Liquidität schon am Freitag freigemacht, um irgendwie Ansprüchen gerecht zu werden. Und der Privatanleger sitzt jetzt noch auf seinen Positionen. Und sobald dann Montag die Märkte eröffnen, ahmen sie das Verhalten nach. Sie stellen ihre Positionen glatt und man sieht weiter, der Verkaufsdruck auf die Märkte nimmt zu. Und das, ich will es jetzt nicht gerade Schneeballsystem nennen, aber man sieht dann auch, dass sich das ein bisschen nach und nach weiter und weiter und weiter bildet. Und was man aber auch sieht, ist dann, dass zum Ende des Tages am Montag die Institutionellen dann wiederum günstig zurückkaufen und dann wieder Positionen aufbauen. Und man sieht eine Erholung. Und das machen dann auch die Privatanleger, die dann auch ihre Chancen sehen. Und das folgt über den Dienstag hinweg. Das ist diese statistische Stärke am Dienstag. Und die wird dann mitgenommen. Wie gesagt, so die Theorie, so die Vermutung. Dazu gibt es viele Analysen und Schriften. Dass es so tendenziell ist, zeigt einfach auch die Statistik. Das heißt, diese Strategie wird quasi von Montagabend bis zum Mittwoch gehandelt. Und sie ist auch nochmal näher beschrieben in dem E-Book von dem Dr. Raimund Schrieck. Können Sie gerne diesen QR-Code scannen. Auch er nimmt nochmal den Turnaround Tuesday unter die Lupe und beschreibt das, was ich nochmal gesagt habe. Aber dann haben Sie auch nochmal eine neutrale Bewertung des Ganzen. So, und der Turnaround Tuesday, so wie wir ihn handeln, ist kein einmaliger Phänomen, sondern es ist eine Strategie. Das heißt, sie lebt von dieser Wiederholung und zeigt aber auch in diesen Wiederholungen sehr gute Ergebnisse seit 2008, also selbst während der Finanzkrise eine sehr gute Strategie. Was psychologisch sich so tut, ist, dass man halt auch das Gefühl hat, an dem Montag günstiger einzusteigen und dann höher verkaufen zu können. Dadurch, dass es eine potenzielle Strategie oder ein potenzieller Markteffekt ist, wird dann nicht jeden Montag gehandelt. Also es gibt Personen, die den jeden Montag handeln, aber wir tun das nicht. Das reduziert natürlich auch die Kosten für den Handel der Strategie, weil wir schauen uns nämlich erstmal an, ob die Schwäche in dem Markt, die wir erwarten oder die dazu auch führen soll, dass es zu einer Erholung kommt, ob die dann auch gegeben ist. Wir handeln das Ganze, handeln wir den Turnaround Tuesday, handeln wir auf Mini-DAX. Wir haben uns für den kleineren DAX-Kontrakt im Futures entschlossen, da er A, auch eine sehr hohe Liquidität hat, aber einfach auch kleiner von seinem nominalen Wert ist und damit auch über kleinere Konten auch besser gehandelt werden kann. Im CFD-Konto ist er dann noch kleiner. Aber es ist ein Kontrakt, der einfach eine hohe Liquidität hat. Wir handeln nicht den S&P 500 oder einen US-Markt, weil wir schon bereits unsere End-of-Month-Strategie im S&P 500 handeln. Wir handeln deshalb hier den Mini-DAX. Und es ist immer eine Long-Position. Das muss man auch verstehen. Selbst es fühlt sich vielleicht komisch an, dass man in fallenden Märkten sich für eine Long-Position entscheidet. Aber wenn man das nochmal verinnerlicht, was ich eben gesagt habe, dann kann es keine Short-Position sein. Das würde die Strategie ad absurdum führen. Wenn man sie handelt, ist es immer eine Long-Position. Das ist aber auch das Schöne an diesen Strategien. Sie brauchen sich da keine Gedanken mehr zu machen, welche Richtung diese Strategie hat. Das gibt die Strategie aufgrund des fundamentalen Basiswerts, also diese Triebkraft, die erwartet wird, wird das von dieser Strategie vorgegeben. Wir schauen uns also an, ob diese Schwäche da ist. Das wird um 17.30 Uhr findet das statt und es ist auch kein Geheimnis, dass es sich hier um einen einfachen gleitenden Durchschnitt über 34 Tage handelt. Liegt der Kurs drunter, ist es bei uns eine Long-Position, liegt der drüber, dann handeln wir nicht. Das heißt, es findet auch eine Entscheidung statt, wann sie nicht gehandelt wird. Das ist auch wichtig. Und man sieht auch in vielen Statistiken und auch in anderen Quellen, dass dieser Filter, nenne ich ihn mal, ob oder ob nicht, zu einem verbesserten Erfolg
der Strategie führt. Deswegen ist es ein potenzieller Alarm. Wir haben in diesem Jahr 13 Mal gehandelt, da komme ich gleich noch zu. Und immer montags, ne? Montags, abends, tritt die Bedingung ein, wird die Strategie gehandelt und dann gehen wir die Position für unsere Kunden ein. Rechts sehen Sie auch noch mal die Grafik. Das ist ein sehr homogener Verlauf, muss man sagen. Also wenn ich dazu komme, zeige ich auch noch das Gold oder den End of Months. Das sieht weniger homogen aus. Die haben eine größere Volatilität. Bei dem Turnaround Tuesday war er über die Zeit doch sehr homogen, was für die Strategie spricht. Aber es ist natürlich ein großer Zeitraum, 2009 bis 2023. Also hier sind alle Transaktionen drin, die wir bisher gemacht haben. Sie sehen auch, ne, also Sie sehen, das ist nicht eine Gerade von unten, von links unten nach oben, nach rechts oben. Das ist sie nicht. Also Sie werden auch hier mit Verlierern rechnen müssen, weil das einfach auch bei Saisonalitäten der Fall ist, weil die Trefferquote hier sicherlich nicht 95% beträgt. Aber wollen wir doch mal ehrlich sein, wenn Sie jetzt über diese Zeit diese Strategie gehandelt hätten, wäre das doch ein fantastisches Ergebnis gewesen. Ja, dann gehen wir doch mal ins Eingemachte, weil letztlich haben Sie jetzt die Parameter von die Hintergründe, also die Historie, die Hintergründe, warum wir sie handeln, auch verstanden, hoffentlich. Wenn nicht, dann fragen Sie. Also dafür sind wir hier zusammen. Und wenn Sie fragen, das kann auch nur hilfreich sein für andere, wenn ich das beantworte. Sie können gerne die Fragen, wenn Sie versuchen, das möglichst kurz zu halten, damit ich das auch relativ schnell aufnehmen kann, dann beantworte ich diese gerne. Ja, dann kommen wir mal zum Turnaround Tuesday, wie er in diesem Jahr gehandelt ist. Also ich habe jetzt keine, das ist die über die Zeit, wie wir sie über die Zeit gehandelt haben, als in der Bruttorendite. Und dann habe ich mir heute mal erlaubt, unsere Internetseite abzuschreiben. Und ich hoffe, mir ist jetzt kein gravierender Fehler unterlaufen. Das links ist unser Futures Musterdepot 2023. Und das sind die Ergebnisse, die wir in dieser Zeit hatten. Und hier sehen Sie beispielsweise, dass hier im März, zwischen März und Juni, ist nicht gehandelt worden. Und Sie werden auch gleich, wenn ich mal den Chart vom Mini-DAX übers Jahr zeige, sehen Sie auch, dass das eine sehr starke Phase im Mini-DAX war und von daher da auch nicht gehandelt worden ist. Was man sieht, dass wir super stark, also auch Anfang des Jahres wurde ja nicht gehandelt, was man sieht, dass er im März sehr gut gelaufen ist. Dann gab es gemischte Ergebnisse. Sie sehen, dass im August auch sehr gute Ergebnisse da waren oder relativ ausgeglichen und dass wir jetzt, wo wir eigentlich im September eine schwache Phase haben, eigentlich mit die schlechtesten Trades gemacht haben. Wir haben 54 Gewinner, 46 Verlierer und 13 Mal haben wir die Strategie gehandelt und trotzdem haben wir über nur diese Strategie jetzt als Netto ja über 1900 Euro nach Kosten erwirtschaften können. Wenn man das nochmal vergleicht auf die Kürze der Strategie, 13 Mal, nur anderthalb Tage, dann sieht man auch, warum wir das machen. Also wir sind, es gibt kein Dauerexposure bei keiner der Strategien, sondern es ist uns wichtig, dass wir ein verkürztes Risiko haben und nur die Zeit ausnutzen, in dem auch der verheißungsvolle Moment da ist. Aber das zeigt Ihnen auch, Sie dürfen nicht damit rechnen, dass es zu 100% aufgeht. Wenn man eine Strategie hat, die funktioniert, dann funktioniert die um die 55-60%, werden Sie auch in der Literatur finden. Und das tut diese Strategie auch in diesem Jahr. Auf 12 Jahre hinweg ist sie über 60% und Sie sehen auch hier unten nochmal in diesem Balkendiagramm, dass sie über die Zeit fast in jedem Jahr, das ist jetzt auch nochmal ein Future Brutto, in jedem Jahr positiv abgeschlossen hat. Das ist das, warum ich am Anfang sagte, ist eine meiner absoluten Lieblingsstrategien. Was wichtig ist bei Saisonalitäten und bei Strategien ist, dass man mehr positive hat als negative und dass die durchschnittliche Größe der Gewinner die der Verlierer übersteigt. Auch damit hätten Sie bei 50%, hätten Sie auch eine gewinnbringende Strategie.
Aber diese Statistik zeigt Ihnen auch, und die finden Sie übrigens auch in unserem Musterdepot, wenn Sie da durchgehen, für jede Strategie in diesem Jahr und für jede Strategie, für jede Transaktion seit 2020. Also unsere Musterdepots, wenn Sie sich die Mühe machen wollen, können das alles auch nachvollziehen, wann welche Strategie gut funktioniert hat. Wenn man sich jetzt hier diese Serie anschaut, von Anfang des Jahres einfach mal bis zum August, dann war es auch einfach, die Strategie zu handeln, weil man war immer wieder bestätigt, ein Gewinner kam. Aber spätestens als im August die zwei Verlierer kamen, waren auch schon, sag ich mal, aus unserem Kundenkreis oder Interessentenkreis, ob die Strategie noch funktioniert und ob die nicht geändert werden muss, müsste nicht an den Parametern was machen oder muss man nicht eher dienstags aussteigen oder vielleicht noch bis Mittwochabend. Jetzt muss man ja sagen, in Investui steckt 100 Jahre Börsenerfahrung, also diejenigen, die sich das angeschaut haben, die Komposition der Strategien, da ist viel Gehirnschmalz und Erfahrung reingeflossen und wir haben wahnsinnig viele historische Daten auch, wann, wie, welche Strategie funktioniert und die Parameter, die wir haben, funktionieren über einen langen Zeitraum genau so am besten. Das ist genau, warum es Investui gibt. Nicht dann, wenn etwas nicht gut läuft oder mal zwei oder dreimal nicht gut läuft oder selbst nach den letzten Trades des Turnaround Tuesday, beginnen etwas, was über lange Phase in den unterschiedlichsten Marktphasen gut funktioniert hat, dann zu optimieren und zu verändern. Wenn Sie eine statistische Basis haben, die statistisch signifikant ist, dass Sie sagen, ich habe jetzt eine Datenbasis, aufgrund dessen verändere ich die oder ich habe erkannt, dass die Märkte sich verändert haben, insofern verändert haben, dass ich genau an diesem Punkt was ändern kann, dann sei das legitim. Aber wenn man eine Datenbasis hat, die statistisch gesehen über die Zeit diese guten Ergebnisse hat, wäre es aus unserer Sicht ein Fehler, was auch viele Selbsthändler tun, sofort etwas zu verändern oder es auch wegzulassen. Na, also auch hier, als der große Verlierer kam, wer hätte da noch sich getraut, die nächste Position einzugehen? Ne? Dann nochmal zu sagen, ich handle den Turnaround Tuesday wieder. Viele haben ihn dann ausgelassen und dann kamen wiederum zwei Gewinner. Dann hat man sich wieder geärgert und hat gesagt, okay, jetzt mache ich mit. Dann kam wieder der Verlierer. Das heißt, nach dem letzten Verlierer kam als nächstes wieder ein Verlierer. Und vielleicht haben sie sogar versucht, dann mit einer höheren Positionsgröße den letzten Verlierer auszugleichen. Und dann waren sie aber wirklich wahrscheinlich tief getroffen, weil dann war der nächste Verlierer noch mal größer. Aber was auch ist, um es auch mal positiv zu sagen, auch in den Zeiten, in denen positiv läuft, ne, auch da neigen Händler gerne dazu, dann auch eine größere Positionsgröße auf einmal zu handeln. Die Gier spielt auch eine Rolle. Und dann kommt dann auf einmal ein Verlierer und frisst ihnen dann mit der höheren Positionsgröße dann auch die Gewinne, die sie haben, auf. Das ist etwas, was Investui gewährleistet, dass wir kontinuierlich das, was wir mit den Kunden vereinbart haben, regelmäßig und strategiekonform handeln. Jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz, wo Sie die Informationen zum Turnaround Tuesday bei uns auf der Internetseite finden. Vielleicht mache ich noch gerade ich zeige es Ihnen erstmal auf der Internetseite. Gehen wir mal auf die Internetseite. So, das ist unsere Internetseite. Vielleicht haben Sie die ja auch schon mal erlebt oder gesehen. Und da haben wir einen Punkt, der nennt sich Strategien. So, dann haben wir für alle Strategien, die wir handeln, haben wir hier nochmal ein extra Unterpunkt, aber Sie sehen, das war die Folie oder das war die Grafik, mit der ich eingestiegen bin. Hier sehen Sie auch nochmal die Grafik mit den vier Strategien und da sehen Sie auch nochmal hier den Turnaround Tuesday. Da sehen Sie auch, ne, natürlich, dass er in der letzten Zeit sehr gut funktioniert hat, aber er hat auch Schwächephasen, das können Sie hier erkennen. Und dann ist es gut, wenn man andere Strategien hat, die dann dazu beitragen, Schwächephasen auszugleichen. Das ist mit ein Grund, das zeige ich Ihnen gleich nochmal, warum wir vier Strategien handeln und nicht nur eine. Oder es hat auch einen Grund, warum wir nicht 10 handeln. Also es ist ein handverlesenes Portfolio von vier Strategien, die wie ein Team, wie ein Kleeblatt, wie ein Orchester funktionieren. Gemeinsam wird da ein Schuh draus.
Wenn wir jetzt mal hier auf den Turnaround Tuesday draufgehen, dann sehen Sie auch das nochmal, was ich erklärt habe. Und hier finden Sie auch nochmal eine Zusammenfassung und hier finden Sie auch nochmal Erklärungen zum Turnaround Tuesday. Da finden Sie übrigens, weil auch gerade hier nochmal gefragt wird nach dem 34-Tagesgleitenden Durchschnitt, den finden Sie hier in der Literatur auch nochmal beschrieben oder ich schicke Ihnen einfach nochmal eine E-Mail hinterher. Mache ich sehr gerne. Also dazu kann ich Sie nur sehr, sehr herzlich einladen, also wenn Sie sich zu den Strategien nochmal informieren wollen, weil Sie sehen ja, die Logik des Turnaround Tuesday ist einfach. Ihn zu handeln ist nicht ganz so einfach. Da gibt es ein paar Fallstricke, die habe ich gerade schon versucht anzudeuten, also auch gerade bei Markteffekten. Deswegen finden wir ja auch die Lösung innerhalb eines verwaltenden Kontos sehr gelungen. Aber Sie haben hier alle Informationen, damit Sie wissen, warum wir diese Strategie bei uns im Portfolio haben. Diese Strategie, dann haben wir hier das Musterdepot. Auch das zeige ich Ihnen nochmal. Hier sehen Sie beispielsweise, oder wir nehmen einfach mal das Musterdepot 2023, weil das ist das, was ich eben gezeigt habe. Da machen wir keinen Hehl draus, wenn es mal schlecht gelaufen ist. Dann sehen Sie, dass die Strategie nach Kosten bei diesem Trade mit 750 negativ abgeschlossen hat. Und das sehen Sie ab der ersten Minute, die wir diese Strategie oder diese Strategien als Portfolio handeln. Ne? Wir starten immer am Anfang des Jahres mit einem Futures-Konto, 25.000, CFD 10.000. Und dann sehen Sie jeden einzelnen Trade, der da kommt. Und jetzt sind wir noch gerade, hier kommen wir, jetzt sind wir hier im Turnaround Tuesday. Ne? Das sind die Trades aus dem März, die wir hier gehandelt haben. Auch die schreiben wir natürlich auf unsere Internetseite, um dann Ihnen zu zeigen, was das ist, also was die Ergebnisse waren. Aber Sie können das gerne mal nachvollziehen im Detail. Das, denke ich, ist sehr transparent und Sie kriegen hier kein X für ein U vorgemacht. Und wenn es sein müsste, könnten wir für jede dieser Transaktionen auch einen Kontoauszug Ihnen übermitteln. Wir handeln das auch, also wir leiden mit den Kunden, wir freuen uns mit den Kunden. Also wir sitzen da zusammen in einem Boot und dass wir das selber machen, versetzt uns in die Lage, auch diese Ergebnisse so transparent darzustellen. Wenn Sie hier oben nochmal auf Mehr klicken, dann finden Sie auch nochmal Darstellungen. Das habe ich Ihnen eben schon mal gezeigt. Sie finden auch die Trefferquote von allen anderen Strategien. Vielleicht da nochmal, wenn man mit einer Trefferquote von 95% rechnet oder erwartet, wird es hier schwierig. Ne? Das habe ich eben schon erklärt. Es gibt einen positiven Erwartungswert der einzelnen Strategien, aber die sind bei unseren Saisonalitäten, sie sind zwar sehr robust, aber sie liegen ungefähr bei 55-64% über die Zeit. Und wenn 95% Trefferquote bei Strategien entstehen, dann sollte man vielleicht auch nochmal genauer hinschauen, wie diese entstehen. Ne? Weil oftmals, und das ist dann nochmal die Kunst des genauen Nachfragens, sind es viele Gewinner, die mitgenommen wurden, die dann einfach diese kleinen Gewinner, meine ich damit, die dann einfach auch die Trefferquote nach oben heben, aber dann der Verlierer, der dann lange läuft, der nicht keine kurzfristige Strategie mehr ist, auch kein Position Trading mehr ist, sondern der wird dann zu Investitionen und wird gehalten. Aber die Trefferquote von 95, die steht dann im Raum und wird dann auch von denjenigen auch nicht aufgelöst, dass es dazu noch auch einen großen Verlierer gibt. Einfach mal nachfragen und darüber sich dann auch nochmal aufklären lassen. Positionen mache ich nicht, da komme ich gleich nochmal zu, wenn wir Zeit haben, weil dann kann ich auch nochmal was zu den anderen Strategien erklären. Ich gehe aber nochmal in den Foliensatz rein und dann gehe ich nochmal hier. Hier sind wir eigentlich stehen geblieben, aber das war jetzt nur nochmal zur Verdeutlichung. Das war der starke März, den wir gehandelt haben. Ja, das sieht gar nicht so nach einem schwachen Markt aus, sondern da haben wir einfach wirklich punktuell die in der schwachen Phase die Stärke mitgenommen. Dann haben wir
hier dazwischen und davor ist kein Turnaround Tuesday gelaufen, nur im März und dann wiederum seit Ende Juli bis jetzt August, September haben wir wieder regelmäßige Trades. Das heißt, als Privatanleger wird es dann auch schwierig, wenn sie den Regeln folgen, so wie wir es machen oder auch andere Professionelle machen, dass sie dann auch wissen, wann sie in Position gehen und wann eben auch nicht. Und hier sieht man noch, das habe ich mal eingezeichnet, hier oben sieht man auch noch mal, das war quasi das Allzeithoch vom DAX. Und eigentlich, wenn man so hinschaut, geht es ja eigentlich, im Ganzen ist es eher eine Seitwärtsbewegung, aber ab diesem Moment geht es nach unten. Und da war jetzt im August ein guter bis ausgeglichener Monat und der September eben nicht. Also auch das nochmal zur Verdeutlichung. Da muss man aber auch die Statistik aufrechterhalten und dann auch weitermachen. Also der DAX oder der Turnaround Tuesday in der Vergangenheit sieht man einfach, dass er über die Zeit in allen Märkten funktioniert hat. Auch in sehr gut in Seitwärtsphasen 2021 gibt es auch noch ein Webinar in Ende 2021, das ich gezeigt habe, dass in der zweiten Jahreshälfte der DAX sehr seitwärts war und wir aber dann, glaube ich, mit 10 Transaktionen sehr gute Erfolge hatten. Wir handeln, wenn um 17.30 Uhr der Markt unter dem SMA 34 ist. Der scheint ja großes Interesse zu auszulösen. Auch Ihnen, ich schreibe Ihnen einfach eine E-Mail. Und dann müssen wir das jetzt nicht im Webinar hin und her machen. Ich schreibe Ihnen eine E-Mail, was wir genau machen. Ja, und das war nur noch mal für mich auch das Stichwort, wenn man Saisonalitäten handelt. Für uns ist es so, dass es immer eine Ergänzung ist, dass man, wir würden kaum sehen, dass es Saisonalitäten ein alleiniges Element in einem Portfolio sein sollte oder eine alleinige Strategie sein sollte, sondern wir sagen eine Ergänzung zu Buy and Hold und eine Ergänzung ja zu allem, was Sie sonst an strategischem Portfolio haben, ist das hier mit diesen kurzfristigen Strategien eine Ergänzung und damit mit taktischen Positionen ergänzen Sie Ihr strategisches Portfolio. Wir haben 4 Strategien, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, warum wir das machen. Insgesamt ist der Friday Gold Rush, den wir auf dem Gold handeln. Es ist der Pound Shorter, der Turnaround Tuesday, den habe ich erklärt. Und auch der End of Months. Allen ist, und also wir haben auch intern sehr stark diversifiziert. Ne? Wir haben 4 Markteffekte, wir haben 4 Strategien und wir haben auch nochmal 3 Assetklassen oder 4 Assets, so muss man sagen, mit Gold, British Pfund, US-Dollar, dem Mini-DAX, um es genau zu sagen, und dem S&P 500. Aber wir haben dann auch nochmal 3 Asset-Klassen, ne? Die kommen ja auch nochmal dazu. Das ist 2 Indizes, wir haben das British Pfund, US-Dollar und wir haben das Gold als Metall. Sie sehen, intern ist eine große Diversifikation und mit der wollen wir letztlich Ihnen auch eine Bereicherung bieten. Wenn ich dazu komme, erkläre ich auch noch die Logik der anderen Strategien. Aber gemeinsam ist den Strategien, die wir handeln, dass sie eine einfache Logik haben. Ne? Also so wie ich den Turnaround Tuesday erklärt habe, betrifft das auch die anderen Strategien. Das Gold, ne? Dass man zum Wochenende das immer noch als sicheren Hafen sieht, verschiedene Marktteilnehmer zu bestimmten Zeitpunkten dann auch Gold ordern oder kaufen. Oder dass der Monatsendeffekt, dass viel Liquidität zum Monatswechsel in den Markt fließt, viel umstrukturiert wird, Sparpläne fällig werden. Auch da, man hat sehr viel fundamentale Effekte erforscht. Man vermutet, dass sie sind. Vieles ist noch nicht erforscht. Einiges ist auch einfach nur statistisch bewiesen, wie beispielsweise der Pound Shorter. Der hat an dem Dienstagmorgen diese Schwäche nachweislich in den letzten Jahren. Und von daher haben die alle eine einfache Logik. Wenn Sie einmal in einem Investui-Webinar waren, wissen Sie, was sich dahinter verbergt. Und Sie können auch nachvollziehen, wie diese Ergebnisse und wirklich guten Ergebnisse über die Zeit zustande gekommen sind. Aber es ist keine ganz einfache Sache, das zu handeln. Es gibt Fallstricke. Und zwar, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, es ist das regelmäßige Handeln, die Wiederholung, es ist einfach diese statistische Erwartungswert, der erfüllt werden will, aber es ist auch das regelbasierte Handeln im Sinne von Timing. Saisonalitäten leben davon,
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eingestiegen wird und zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestiegen wird. Also Sie haben einfach einen Zeitraum, in dem die Strategie gültig ist, in der der Markteffekt auch gültig ist, ne? Und das habe ich eben schon mit dem Turnaround Tuesday auch versucht anzusprechen. Sie hören hier nichts von einem Preisstopp oder von einem Limit, wie Sie das vielleicht klassischerweise kennen. Wir handeln tatsächlich zwischen Einstiegszeit und Ausstiegszeit, die sich aus den Daten und aus der Statistik ergeben, handeln wir die Strategien, so auch den Turnaround Tuesday, die werden dann zum Zeitstopp, werden diese dann geschlossen. Und dieser Zeitstopp ist auf Basis unserer Fakten und Ergebnisse und unserer Daten auf lange Sicht, wir sind ein langfristiges Investment, 2 Jahre und mehr, zeigt dieser Stopp unterm Strich die besten Ergebnisse. Wenn Sie einzelne Trades selbst verwalten, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, mit allen möglichen Stops und Verwaltungen einer Position zu agieren. Aber wir, die mit einem möglichst stabilen Setup unverändert über die Zeit gute Ergebnisse erzielen wollen, bleiben halt bei diesem Zeitstopp. Ist auch etwas Ungewohntes, wenn man aus dem aktiven Trading herauskommt. Aber auch da, wir werden bestimmt jetzt nochmal auch Webinare machen, um das zu zeigen, wird es schwierig, also an bestimmten Stelle das auch zu akzeptieren. Und da komme ich gleich nochmal auf den End of Month, der gerade läuft. Vielleicht lässt sich es darin auch sehr gut nochmal erklären. Verlierer als Teil der Statistik anzuerkennen, das habe ich eben auch schon mal gesagt, richtige Instrumente und Kontraktauswahl. Also wir handeln ja schon nur liquide Instrumente und keine Exoten wie Schweinehälften oder Orangensaft, sondern sehr, sehr gute Instrumente, die ein hohes Volumen haben, die man sehr gut kurzfristig auch handeln kann, so wie den Mini-DAX. Aber zum Beispiel Gold, wenn man den im Futures handelt, muss man den richtigen Kontrakt auswählen. Man muss darauf achten, dass er auch dann das größte Volumen hat und nicht unter Umständen kurzfristig dann auch an dem Tag schon abläuft. Also es gibt einfach Fallstricke, dass man auch den richtigen Kontrakt wählt. Und das ist... Und die richtige Positionsgröße habe ich eben auch schon gesagt. Das gilt auch einfach für alle Situationen, dass man nicht einhergeht, Verluste durch größere Positionen auszugleichen oder auch durch Gier, dass man einfach zu groß handelt oder aus Unwissenheit. Das ist natürlich auch möglich. Dass diese Strategien funktionieren und dass diese Strategien einfach eine gute Basis bieten, sich damit rein statistisch zu beschäftigen. Sie kommen nicht daher, weil jemand das erfunden hat oder weil sie gerade hip und modern sind, sondern sie sind halt sehr robust und trotzdem haben sie die Fallstricke und deswegen bieten wir das über ein verwaltetes Konto an. Das will ich aber jetzt gar nicht vertiefen, sondern ich will auf der Internetseite Ihnen, glaube ich, nochmal was zeigen, was wir halt glauben mit diesem verwalteten Konto, dass wir einerseits Ihnen den Stress nehmen, den Kunden, ne? Also Entscheidungen, gehe ich rein, gehe ich nicht rein, welche Richtung, welche Positionsgröße, also all das brauchen Sie nicht, weil die Strategien geben es vor und wir machen es strategiekonform und damit können wir natürlich auch die Diversifikation aufrecht erhalten. Und man muss sagen, dass dieses verwaltete Konto auch keinen Cent kostet. Ne? Also wir bieten Ihnen das an, weil wir das ist unser Favorit, an diese Markteffekte heranzugehen und deswegen haben wir da auch die alles, was mit Zusatzkosten hätte man verbinden können, was man bei anderen Investments vielleicht auch sieht, haben wir hier rausgelassen. Ich zeige jetzt noch einmal kurz unsere Internetseite. Und da ist zum Beispiel, wenn man sich einfach mal anschaut, ne, also wo finden Sie bei welchem Investment, Fonds oder ETF Live-Positionen, die Sie beobachten können und diese Transparenz, die wir bieten. Man sieht hier den S&P 500, dann sehen Sie, der Turnaround Tuesday ist leider schon geschlossen, sonst hätte ich den gezeigt, aber hier sieht man Live Trade, hier sieht man den Einstiegspreis, den wir gestern erhalten haben, oder was haben wir heute, den 28., vorgestern waren wir schon, hier am 26. sind wir in die Position gegangen, weil wir davon überzeugt sind, das ist die Mutter aller Markteffekte
Und weil da ist die Rendite über 100 Jahre bewiesen, dass halt um den Monatswechsel Liquidität in den Markt fließt, wie ich eben schon sagte. Und dass dann, es ist auch eine Form von Turnaround, dass dann durch neue Reinvestitionen, Umschichtungen von Portfolios einfach zum Monatsanfang dann die Kurse steigen. Und wenn sie dann beispielsweise hier, ne, das war ein Moment, wo wahrscheinlich auch der eine oder andere schlucken musste, der mit 5 Mikro S&P in Position war. Wenn Sie dann einen Stopp setzen, sind Sie raus aus der Position, obwohl die Saisonalität noch läuft. Ich meine bis nächste Woche Freitag und dann wird sie geschlossen. Und das Gold haben wir heute eröffnet, was Sie unten drunter sehen. Da ist es so, das ist ein, also der S&P 500 wird 12-mal im Monat, im Jahr, nicht im Monat, 12-mal im Jahr gehandelt. Eben zum Monatsende, Monatsultimo, End of Month, Turn of the Month. Auch da gibt es viele Namen. Und der Friday Gold Rush, den handeln wir in unser Musterdepot mit 5 Mikrogold. Und hier setzen wir darauf, dass Gold tendenziell zum Wochenende steigt, dass Anleger sich versuchen abzusichern bei Krisen, Unsicherheiten, aber auch die Schmuckindustrie Gold ordert, weil sie das nicht in ihren eigenen Depots oder in ihren Örtlichkeiten halten will. Das Rohmaterial soll in der nächsten Woche geliefert werden, damit dann da die Arbeit weitergehen kann. Jetzt habe ich nur ganz kurz diese angerissen. Sie können gerne hier, die Dame mit dem Hund, das sind die Termine bei Registrieren für unser Regelwebinar. Das macht am 13.10. mein Kollege Moritz Paar wird durchs Webinar führen. Und dann wird er auch nochmal zusammenfassen, nach Abschluss des S&P 500, wo stehen wir da mit Investui. Vielleicht auch nochmal hier für Sie, hier unten eine Information, auch nochmal vom Risikomanagement, da zeige ich Ihnen auch noch gleich was, vom Risikomanagement, wann wir zum Beispiel im September unsere Strategien handeln. Und dann sehen Sie auch, dass wir nicht jeden Tag 2, 3 oder 4 Strategien haben, sondern die sind über die Woche verteilt, montags, wenn er kommt, der Turnaround Tuesday, dienstags der Pound Shorter, der wird in der Regel wirklich 52 Mal im Jahr gehandelt. Donnerstags dann der Friday Gold Rush, der wird in der Regel keine 52 Mal im Jahr gehandelt, weil er oftmals gerade zum Ende des Jahres auf Feiertage fällt. Ja, und dann einmal monatlich der S&P 500. Wir hatten diese Woche eine besondere Woche, also gestern waren 3 Positionen offen, also der Turnaround Tuesday wurde dann geschlossen. Aber und der Pound Shorter wurde gestern geschlossen und heute haben wir den S&P 500 und Gold laufen. Das heißt, in dieser Woche haben wir es tatsächlich hinbekommen, dass alle 4 Strategien gehandelt wurden und das ist immer was Besonderes und immer was Spannendes, gerade dann, wenn es dann auch zum Monatsende hingeht. Ich darf Sie einladen, einfach diese Strategien weiter zu verfolgen, gerade auch der End of Month, der geht noch bis nächste Woche. Und das Gold wird morgen Abend dann um 21 Uhr geschlossen. Also volle Transparenz über die Dinge, die wir tun. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie, das klappt, das habe ich vorbereitet, auch gerne einen persönlichen Termin bei mir buchen. Ich habe einfach mal den Calendly-Termin, Kalender eingestellt hier im Chat. Können Sie mit mir persönlich sprechen. Sie können aber auch, Sie sehen es oben, können Sie gerne auch die Chat-Funktion gerne in Kauf nehmen. Sie können eine E-Mail schreiben oder anrufen. Also wir haben alle Möglichkeiten, mit uns einfach in Kontakt zu treten. Jetzt sagte ich eben noch 2 Sachen, die ich gerne abschließend machen würde. Einmal interessieren Sie sich wahrscheinlich für die Gebühren, wenn es darum geht, Investui zu nutzen zum Handel dieser Strategien. Ich zeige es Ihnen nochmal, weil ich nicht näher dieses Mal drauf eingehen will. Sie klicken hier auf das Logo und dann haben Sie hier faire Gebühren. Also es ist quasi unsere Startseite und dann faire Gebühren. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie das gerne. Moment, jetzt muss ich nochmal hier starten. So, jetzt sehen Sie es. Also hier faire Gebühren.
einfach draufklicken und dann listen wir Ihnen nochmal auf, dass Sie, wie sich unsere Gebühren zusammensetzen. Wenn Sie das vergleichen mit anderen Investments, werden Sie sehen, dass wir vieles rausgelassen haben, was die Rendite verbessert. Also nochmal Logo und dann hier unten faire Gebühren. Sie haben auch noch einen Punkt, da kann ich diesmal auch nicht drauf eingehen. Wenn Sie in die Fußzeile gehen, da finden Sie einen sogenannten Simulator. Und da haben Sie auch die Möglichkeit, mal sich rein spielerisch auch an das Investment heranzutrauen. Sie können mal sagen, okay, ich bin an einem Futures-Konto interessiert, 30.000. Und dann sehen Sie auch drei Risikokategorien, die wir haben. Und dann sehen Sie auch die Entwicklung dieser Risikokategorien über die Zeit. Auch das ist immer individuell. Also Sie haben auch CFDs, die Sie da nutzen können. Ja, also letztlich habe ich mit Ihnen einen kleinen Rundumschlag gemacht durch jetzt auf die schnelle Investui. Aber wir haben hoffentlich die Turnaround Tuesday Strategie eingehender kennengelernt. Und die Sachen, die dann auch noch offen sind zu dem gleitenden Durchschnitt vom Turnaround Tuesday, liefere ich nochmal in der E-Mail nach und dann können wir auch dazu telefonieren. Ich kann Ihnen aber auch zeigen, wie man das auch über WH Self Invest, über eine Demo einfach selbst auch mal ausprobieren kann. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute gelauscht haben, dass Sie Interesse haben an der Turnaround Tuesday Strategie, an dem Markteffekt. Kommen Sie gerne zum nächsten Webinar, dann gehen wir nochmal auf alles ein. An der Stelle aber einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen und Sie haben zumindest, wenn auch Investui für Sie nicht in Frage kommt oder der Turnaround Tuesday für Sie nicht in Frage kommt, hoffe ich, dass das Thema Saisonalitäten ein ganz klein bisschen Ihr Interesse geweckt hat und dass Sie da einfach mal, wenn nicht bei uns, aber dann überhaupt mal reinschnuppern, wie ich finde, es ist ein unterschätztes Thema. Also, schönen Abend, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!